Ein bisschen schaut er mittlerweile aus wie Taliban. Wie soll das denn noch weitergehen? Naja, hoffentlich rasieren wir uns auch noch einen Monat nicht. Wobei, ich fühle mich schon ein bisschen wie ein Grizzly, sagt Jared Homan, Man of the Match. 20 Punkte am Ende. Überragende Leistung. Der Barn Center, ein Grund für den Heimsieg der Roten Riesen. Die Barn hatten ja noch einmal Großes aufgeboten beim vierten Playoff-Game gegen die Artland Dragons. FCB-Präsident und bekennender Basketballfan Uli Hoeneß durfte ebenso wenig fehlen wie Fußballstar und Hamann-Intimus Bastian Schweinsteiger. Plus der schnellste Mann der Welt, Usain Bolt, war auch noch da. Der schoss erst einmal Erinnerungsfotos, bevor man dasselbe mit ihm machte. Bei so einem Star-Faktor war Autogramme sichern angesagt, wobei das neben dem Platz nicht ansatzweise so fesselnd war wie das auf dem Platz. Ja, fast. Die Bahn von Anfang an motiviert, die Scharten der letzten zwei verlorenen Spiele auszuwetzen, und das gelang beeindruckend. 82-71 hieß es am Ende, und auch wenn es die Bahn nochmal spannend machten, gefährdet schien der Sieg nie. Bahncoach Dirk Bauermann wirkte zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, allen voran natürlich auch von Jared Homan. Aber es haben, glaube ich, 5 oder 6 zweistellig gepunktet. Daran sieht man, dass der Ball gut lief, dass wir gut zusammen gespielt haben. Dass wir, und das passiert oft, wenn der Druck groß ist, dann versucht es jeder mit der Brechstange. Und das darf nicht sein, sondern man muss ruhig bleiben, man muss mit viel Selbstvertrauen weiterspielen, den Ball laufen lassen, das ist gut gelungen. Und so können die Bayern dank geschlossener Mannschaftsleistung und Jared Homan weiterträumen. Vom Halbfinale, vom Finale, von der Meisterschaft.